Gestern ist uns mein größter Albtraum überhaupt passiert. Wir sind vom Essen nach Hause gekommen und hatten die größte Kakerlake in unserem Zimmer. Ist nicht nur am Boden rumgelaufen, sondern ist in unseren Rucksack reingegangen. Und ich wollte die ganze Zeit dann nicht mehr auf den Boden gehen, weil ich mich die ganze Zeit auf dem Bett versteckt habe. Weil ich dachte, die krabbelt irgendwo rum und dann habe ich unser ganzes Bett durchsucht. Imagine einfach, du schläfst und dir krabbelt so eine Kakerlake irgendwo rum. Und das war dann original mein Suchverlauf. Kommen so Kakerlaken ins Zimmer, krabbeln Kakerlaken auf Menschen, kommen Kakerlaken allein und kommen Kakerlaken ins Bett. Und dann haben wir im Badezimmer noch so ein Tier gesehen. Und ich habe eigentlich gar keine Angst vor Spinnen, aber sowas ist halt so komplett eklig. Und dann stand in Google auch noch, dass Kakerlaken immer in Hunderten kommen. Also ich halte euch auf Instagram up to date. Wehe, da sind noch mehr in meinem Zimmer. Ich kann immer.